Klingt unbequem. Radikale Solidarität. Mit wem? Hier in meiner Küche, wo es mir gut geht, kommt mir die Parole der radikalen Solidarität sehr unbequem vor. Mit wem soll ich mich denn solidarisieren? Meinesgleichen oder anderen? Die Politik der Parole ist überhaupt ein Problem. Parolen sind abstrakt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Klingt gut, man geht dafür auf die Straße, man protestiert, man malt ein Plakat, man solidarisiert sich. Und dann geht man nochmal und nochmal und irgendwann werden andere Dinge wichtiger und man geht nach Hause und geht nicht mehr auf die Demo. Und dann ist die Sache auch irgendwie wieder vorbei, bis man wieder daran erinnert wird. Man zeigt Solidarität, aber keine radikale Solidarität. Was heißt das denn also? Radikale Solidarität, ist das ein politischer Begriff oder ist das ein religiöser Begriff? Wo kommt das denn her? Es kommt aus der Religion, würde ich sagen. Es kommt vom Neuen Testament, von Jesus, der sich radikalisiert und radikal solidarisiert und der seine Jünger dazu auffordert, sich mit Leuten zu identifizieren, mit denen sie sonst nie was zu tun gehabt hätten. Mit Sündern zum Beispiel, Prostituierten, Steuereintreibern, die als Kollaborateure mit dem Regime eingestuft werden und von denen man sich normalerweise distanziert. Und so sammelt er um sich eine radikal solidarische Gemeinschaft. Es hat dann auch was Verstörendes an sich, diese Sache mit Jesus und seinen Jüngern, denn erstens mal wird daraus später die Kirche. Und die Kirche ist ja, nimmt sozusagen die christliche Tradition als eine Bestätigung der römischen Macht, als eine Legitimierung der Macht. Und von der radikalen Solidarität bleibt da nicht mehr viel übrig. Das wird dann mehr eher zu einem Unterdrückungsmechanismus. Es scheint so, als sei das im Stalinismus nicht viel anders gewesen, denn auch da wurde radikal solidarisiert, aber von oben herab. Also was heißt radikale Solidarität dann für uns, denen es so im Großen und Ganzen gut geht? Meines Erachtens muss es etwas sein, was uns dazu bewegt, uns mit etwas, das uns nicht unmittelbar betrifft, radikal beschäftigen. Mit Problemen, die uns normalerweise nicht in den Horizont kommen, von denen wir aber verstehen, dass sie uns auch im Grunde, das heißt radikal, betreffen. Wenn radikale Solidarität nicht einfach heißt, Parolen von sich zu geben oder Sachen zu liken auf dem Internet und sowas, dann muss es heißen, dass wir uns selber ein paar harte Fragen stellen und anfangen umzudenken und uns damit beschäftigen, was uns zwar nicht unmittelbar auf kurze Sicht betrifft, aber langfristig, auch für uns von lebenswichtigem Interesse ist. Wir müssen ja realistisch sein, denn nur das, was uns letztlich auch betrifft, nur mit dem können wir uns auch solidarisieren. Aber das heißt, dass wir in den anderen, mit denen wir uns solidarisieren, den Umständen, den Leuten, den Menschen, der Natur, dass wir darin uns selbst erkennen, dass wir merken, das betrifft uns. Dann können wir uns radikal solidarisieren und nur dann. Das heißt auch, dass wir in Gruppen, die wir normalerweise als feindlich sehen oder als bedrohlich, dass wir eine Zukunft uns vorstellen, in denen wir koexistieren können und beide Erfolg haben können. Auch das kann radikale Solidarität bedeuten. Auf jeden Fall hat es was zunächst Verstörendes für uns, eine Art Schockwert der Parole. Radikale Solidarität befragt mich, ich will wissen, was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten. Aber dieser Schockwert muss weitergehen und es kann wirklich nicht nur Plakate bedeuten, sondern wir müssen was in uns verändern. Nur dann wird Solidarität radikal.